Moin moin liebe Leute und... Oh, schon wieder falscher Film. Tag 14 und Moshi, Moshi. Willkommen zu einem neuen Tag. Wir haben heute vor... Ist das korrekt? Ich glaube schon. Im Fluss der Veränderung auf dem Baum zu klettern und dort... Wen zu finden? Natürlich Lou. Der Kapitän, der so behindert war und sich da oben eingeschlossen hat. Ich hoffe, wir schaffen das. Heute da hochzukommen. Ich glaube aber eher nicht. Wir haben noch ein paar Tage. Ich glaube, auf dem Baum und kämpfen können wir den ersten Tag 16. Aber heute habe ich mal wieder ein nices Gespräch für euch. Ein Gespräch, was das ganze Volk wohl interessieren wird. Und heute habe ich mal wieder meine ruhige Stimme. Ich habe schon oft gehört, dass es euch gefällt, wie intensiv ihr mir zuhören könnt. Und die Gesprächsthemen nice sind. Die Mehrzahl davon, die das gesagt haben, waren meine Freunde. Also ich mache mir keinen Kopf drum. Ich hab meine Fans. Ich habe meine sicheren Fans, Leute. Ja, gut. Wo war ich hängen geblieben? Ach du Scheiße. Schon wieder wurde ich angeschrieben. Moment. So. Wo war ich hängen geblieben? Egal. Mit dem Thema, worüber ich heute mit euch reden wollte. Es geht um die Liebe und die Pikmin. Nein. Eigentlich nur generell die Liebe. Das größte Marketing... der größte Marketingfall oder das größte Marketingbereich, was es gibt. Man kann mit Liebe einfach alles erwerben. Man kann Filme, kann man. Hey, wo ist der dritte? Habe ich den dritten schon getötet? Meine Fresse. Okay, mal gucken, wie viele jetzt sterben werden. Eieiei, guck mal, wie viele die schon auffressen. Ich glaube, die roten sind hier viel weniger der beste Fall. Guck mal, einer wurde schon gefressen. Oh, scheiße, das ist keine Liebe, Freunde. Ich habe fünf gefressen. Das ist keine Liebe, ich sag's euch, das ist keine Liebe. Okay, alle wegnehmen. Schon 11 wurden gefressen. Vor allem, die schrecken auch nicht zurück. Die fressen einfach und fressen und fressen. Okay. Ich habe 14 verloren. Eieiei. Alles klar. Ich weiß nicht, von wem ich am meisten verloren habe, aber ich glaube, ich werde die dann wahrscheinlich auch auffüllen. Gut. Und, oh scheiße, schon wieder eine Nachricht. Ihr müsst aber zugeben, der Ton ist süß. Ja, was ist ein perfektes Beispiel? Ne? Man hat zu Valentinstag eines der größten, der erfolgreichsten Tage, wo man Sachen verkaufen kann, die mit Romantik, Liebe oder und so weiter zu tun haben. Man hat letztes Jahr, 2015, im Februar, was war das perfekte Datum? Um, wie nennt man das? 50 Shades of Grey in die Kinos starten zu lassen. War es perfekt? Ja oder nein? Es ist wahrscheinlich, an dem Tag hat man nur Paare gesehen. Ist auch der perfekte Liebesfilm. Man kann sich darüber streiten, aber ich sag, das ist der perfekte Liebesfilm. Man hat Artikel, ja? Valentinstage sind sowieso generell. Man hat das überall. Wird in jeder Serie, jedem Anime, in, was ich, in jedem Buch, okay, nicht in jedem Buch, gibt's mindestens eine Romanze. Man hat Valentinstag in vielen Animes, die ich gesehen habe, hat man für jeden Manga, jeden Shoujo, also diese Romantik-Animes, hat man Valentinstage eingebracht. Das war der Tag, an dem die Mädchen den Jungs Schokolade geben. Das war der Tag, an dem Mädchen Jungs ihre Liebe gestehen. Das war der Tag, an dem Jungs, keine Ahnung, sich den Arsch aufreißen, um Schokolade zu bekommen. Weil die wollen auch geliebt werden. Und Liebe ist so in meinem Leben, es wird, ab wann wird das relevant, Liebe? Man hat schon, sag ich mal, ein Kindheits... Oh, kacke. Reichen meine Pikmins dafür? Oder, ich glaube, die gelben... Die etwas so schade, die gelben, die sind alle Blüten. Egal, ich muss aufpassen. Ist das, ab welchem Jahr ist es relevant? Oh, scheiße, frisst der die? Schon wieder so ein Gegner, der alle auffrisst. Was ist los mit mir heute? Ich habe einfach kein Glück. Nein, 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 nein. Komm her, Johnny. Nicht sterben. Nicht. Oh, der. Habt ihr das gerade gesehen? Der ist aufgestanden. So, hat ein neues Leben begonnen. Auf einmal wurde er getötet. Egal. Wo war ich stehen geblieben? Im Kindesalter. Hat man schon die Möglichkeit, sich weibliche Freunde zu finden, sich in Mädchen zu verlieben. Ich zum Beispiel, ein Beispiel, ich hatte einen Kumpel, einen Jungen, einen Türken, ich sage einfach mal Türken, ich habe viele männliche Türkenfreunde, der hatte eine Nachbarin,
sie war ein Mädchen aus unserer Klasse. Ja, und dann mit der habe ich mich gut verstanden. Auf einmal meinte er, ich zu ihm, wie ist eure, also, woher kennst du die? Oder woher kennt ihr euch? Nee, oder was habt ihr miteinander zu tun? Ich habe das nicht so genau gefragt, aber so ähnlich. Und da hat er gesagt, wir sind Freunde. Und das erste Mal habe ich so, das war glaube ich das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass ich eifersüchtig bin. Weil ich hatte, keine Ahnung, ich hatte Spaß mit der, ich habe mich mit der gut verstanden. Und auf einmal hat er gesagt, ja, wir sind Freunde. Und, oh scheiße. Ja, warum kriege ich immer mehr Pikmins? Ach, die wurden zurückgebracht, jetzt verstehe ich diese Viecher, diese fetten Dinger. Und, ja. Und das war so der erste Fall der Grundschule, wo ich gedacht habe, okay, das Mädchen gefällt mir. Und in der zweiten Klasse hatte ich erst einmal die Möglichkeit, eine Freundin zu haben. Weil wir waren sehr gute Freunde, wir haben sehr gut verstanden. Und ich habe das einfach nur nicht gecheckt. Zweite Klasse, um ehrlich zu sein, ist auch wirklich viel zu früh, um wirklich eine Beziehung. Für mich ist noch die achte Klasse viel zu früh. Ja, und zweite Klasse wäre einfach unmenschlich. Mit Freunden natürlich, kann man immer sein. Und dann, in der dritten Klasse hatte ich das geändert. Ich war so eher auf diesem, wie soll man sagen, die hatte so keinen Bock mehr auf mich. Und sie war dann in meinem besten Freund verknallt. Und das war schon mein erster Konflikt, der mit Liebe zu tun hat. Ja, aber... Und dann ging es so weiter in der sechsten Klasse genau, wurde ich dazu angestiftet, eine Freundin zu haben, die ich noch nicht mal kannte. Ein Kumpel von mir, der mit einer zusammengekommen ist. Und deren Freund hatte eine Freundin, die in mich, da sag ich mal, verliebt war. Und dann musste ich, laut meinem Freund, oh scheiße, mir fehlt einer, ehrlich jetzt. Nee, warum kann ich nicht selber schieben? Alf, beweg deinen Arsch, verdammt. Ja, und dann wurde ich eben dazu irgendwie angestiftet. Die Beziehung hielt doch nicht lange, weil sie hat dann Schluss gemacht. Was ich null verstehe. Ja, gebt euch das mal, die war mich verliebt. Ich musste gezwungenermaßen mit der zusammenkommen, hab mich dann so mehr oder weniger, hab Gefühle für die aufgebaut. Und dann hat sich Schluss gemacht. Ich so, what the fuck, okay. Hat mich noch nicht mal gejuckt. Und da hat die... Meine zweite Beziehung, die ich offiziell hatte, war auch so mehr. Seitdem dachte ich, nee, die Liebe muss anders gehen. Da habe ich mir überlegt, wie geht die Liebe anders? Und dann, das war so die Zeit, in der ich... Also, die Zeit, in der ich das überlegt habe, oder in der ich mich drum so... In der ich mich mit der Liebe beschäftigt habe, war die Zeit, wo ich auch intensiv damit angefangen habe, Mangas zu lesen, diese ganzen Shoujo-Mangas. Und ich bin, also mir ist es auch nicht peinlich zu sagen, ich liebe diese Art von Mangas-Animes, diese, wo es um Beziehungen geht mit zwischen jungen Mädchen, diese Shoujos, wo Mädchen oder Junge auf einmal aufeinander stehen, ihre Gefühle zueinander, wie nennt man das? Sich unter Beweis stellen, sich diese Gefühle zueinander akzeptieren, genau, in sich selber. Man kann ja zum Beispiel eine Figur hassen oder eine Person und die dann anfangen zu lieben aus irgendeinem Grund. Und das ist so, das liebe ich. Ja, wenn es zum Beispiel, wie bei Maidsummer, ein perfektes Beispiel, das Mädchen ist so, hasst den Jungen, auf einmal verliebt es sich in den, muss aber nur noch mit ihren eigenen Gefühlen klarkommen. Und das ist auch bei mir so der Fall gewesen. Ich persönlich halte mich auf jeden Fall fern von diesen Sachen. Ich hatte jetzt letztes Jahr, dieses ganze Jahr wurde mir zerstört durch meine Gefühle, sag ich mal, durch meine unbewussten Gefühle. Ja, ich wusste einfach nicht, wie soll ich denken, was ist das? Ist das Liebe, ist das vielleicht Zuneigung, ist das vielleicht nur, dass ich sie als, keine Ahnung, Freundin ansehe, und das sind so Probleme gewesen, die ich das komplette Jahr hatte, und darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Ich sitze jetzt einfach hier und wenn ich sage, ich habe Spaß mit den Mädels, dann ist das, sag ich mal, playermäßig, ne? Ich verstehe auch, wenn man sagt, die schrecklichsten Jungs sind die, die nett zu dir sind. Weil wenn die nett zu dir sind, sind die nett zu jedem. Das gibt's auch mit Mädchen. Wenn die nett, besonders schrecklich sind die Mädchen, die nett zu dir sind mit einer Intention. Wenn sie zum Beispiel, sag ich mal, nicht gut in der Schule sind und du dann gut in der Schule bist, was ich bin, und die ganze Zeit dieses nette Lächeln zu
schenken, zuwinken. Sagt man, lächeln, zuwinken? Nee. Doch. Ja, wenn die ganze Zeit lächelnd zuwinken. Und die dann einfach nur nach Hause kommen, abknöpfen wollen oder was weiß ich, die Tipps für die nächste Klausur haben wollen. Das sind so die schrecklichsten Mädchen. Und dir danach verdammt nochmal nicht mehr schreiben. Sorry. Ihr merkt schon, ich habe Erfahrungen damit gemacht. Und das sind so Sachen, von denen ich mich jetzt meide. Ich bin sowieso ein Typ, der jetzt Konflikte hat. Ich habe unendlich, ich will jetzt nicht kalt schmerzlos werden, aber ich habe versucht, genau diesen Konflikt, der daraus entstanden wäre, habe ich versucht zu umgehen. Ja, und jetzt bin ich so in dieser Phase, wo es mir eigentlich gar nicht mehr juckt. Ich bin jetzt neutral zu diesen ganzen, neutral zur Liebe. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn es die richtige ist, ist es die richtige. Zu zweit könnte man sich wohl diesen Pilz zunutze machen, um zur anderen Seite zu gelangen. Doch Louis und was? Und mir gelingt es nicht. Komm, pick mir nicht. Oh, verdammt. Ich glaub, nicht alle kommen rüber, oder? Nein, was? Boah, oh scheiße. Sie sind alle rüber, ich hoffe schon. Und dann hast du, wo bin ich stehen geblieben, verdammt. Ja, und dann hast du eben Leute als Freunde, wo du das mitbekommst, dass sie genau die gleichen Probleme mit dir haben. Und da denkst du dir, die Menschheit ist ja völlig identisch. Ich habe jetzt einen Fall, das ist wirklich kurios, wo ich einen guten Freund und eine gute Freundin, also beides gute Freunde von mir, wo der Freund sich in sie verliebt hat. Und, nee, wo sich ein Freund von mir in sich in die verliebt hat. Und dann doch zu aufdringlich, weil ich glaube, Aufdringlichkeit ist so eine Sache, die gefällt nicht jedem. Man hat, es ist, wie sagt man so schön, zu viel, weniger ist mehr. Ne? Und das ist in dem Fall auch so viel. Du hast eine gute Beziehung zum Mädchen und wenn man muss auch die Entfernung, wie sagt man so schön, schätzen. Oh scheiße, warum schmeiße ich die ins Wasser? Nein, die sterben doch, komm her! Nur durch Pfeifen kann ich sie retten, bin ich nicht gut? Und was kann ich abschließend zu Liebe sagen? Das ist so, boah, was ich gerade mache, ist so eine Übung für Deutsch oder für meine Zukunft, wenn ich so Abschlussberichte machen muss. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, dass, was kann ich denn zu Liebe abschließend sagen? Ich muss dann rüberschmeißen, dann verliere ich die 8 Picken. Liebe ist eine kuriose Sache. Entweder ist man so der Fall, man will gar nichts damit zu tun haben. Man konzentriert sich nur darauf, wie man... Man konzentriert sich nur auf sich selber, genau. Und der Rest... Einer ertrinkt, verdammt. Ich rette dich, komm her. Und dann hast du die anderen, die wirklich in diesem Schema schon drin sind. Ich muss mich auf eine andere Person verlassen können. Das ist natürlich das Schöne an der Liebe. Es basiert auf Gegenseitigkeit. Du hast ein Problem. Du kannst mit dem Problem wirklich zu jedem kommen. Du hast, wenn es gut läuft und du gute Freunde hast, kannst du zu denen gehen. Und natürlich kannst du zu der Person gehen, die du am meisten vertraust. Für die anderen ist das der beste Freund. Für den anderen, wie mir, ist das mein Bruder. Und für noch mehr andere ist es, also für weit viel mehr andere, ist es dann die eigene Freundin oder Freund. Ne? Und das ist die Sache der Liebe. Die Liebe ist die Erklärung dafür, dass man dies machen darf. Oder machen ist, glaube ich, so ein Grund dafür, warum man das machen kann. Ne? Du liebst die Person, du machst das. Wenn du sie hast, dann bleibst du der Fan. Das Ganze, keine Ahnung. Und ich finde auch diese Erklärung, bleibt dein Feind am nächsten, irgendwie voll dumm. Obwohl, wenn man sich so überlegt, was für einen Grund hat der Feind, dich zu schaden, wenn man so überlegt. Zum Beispiel, du hast einen Freund, mit dem du überhaupt nichts zu tun haben willst. Und was für einen Grund hat der, dich zu schaden? Deswegen kannst du direkt ausschließen, dass der es ist. Und wenn du einen guten Freund hast, da sind immer Faktoren da, die den dazu bringen, dir Schaden zuzufügen zu wollen. Ne? Und das sind so meine abschließenden Worte. Die Liebe ist in vielen Hinsichten schön. Man kann sich auf andere verlassen. Man kann die Liebe miteinander teilen. Und wie wir sagen so schön, die Liebe ist das Einzige, was sich beim Teilen verdoppelt. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Und wer schießt da mit Wasser? Verdammt, den fick ich noch. Bis dahin und tschüss.